Ist doch halb so wild. Viel schlimmer wäre, stimmt, es könnte nicht schlimmer sein. Wir müssen was machen. Vielleicht sollten wir einfach alle schwänzen. Euch. Das Beste ist, ich besuche Frau Cassandra auf der Krankenstation. Vielleicht geht sie schon besser und sie ist morgen schon wieder da. Ich soll morgen unterrichten. Aber ja, wir vermissen sie alle ganz doll. Oh, das ist lieb, Maya, aber ich habe eine dicke Erkältung. Das dauert wohl länger. Ich werde bestimmt erst nach den Ferien wiederkommen. Was? Erst nach den Ferien? Zum Glück seid ihr ja versorgt. Der Richter sagte mir, er hat einen Ersatz gefunden. Ja, sich selbst. Ach, ja und? Wie war der erste Unterrichtstag mit ihm? Naja, es war anders als bei Ihnen. Das ist normal, ist vielleicht gar nicht schlecht. Als Schüler sollte man mit jedem Lehrer zurechtkommen. Mit Richter Wienbachs ist das aber wirklich nicht so einfach. Versucht es mir zuliebe und zeigt dem Richter, was für wunderbare, fleißige Schüler ihr seid. Ich möchte stolz auf euch sein. Versprochen. Was? Wie sollen wir denn mit dem Scheusal zurechtkommen? Ja, das weiß ich auch nicht, leider. Ich weiß, was wir machen. Wir streiken einfach alle. Super Idee! Also ich krieg zu Max in den Tunnel und da mache ich so lange ein Nickerchen, bis Frau Cassandra wieder zurück ist. Nein, das geht nicht. Ich habe Frau Cassandra versprochen, dass sie stolz auf uns sein kann. Wenn wir ihr Kummer machen, ist sie noch länger krank. Ja, okay, das wird was. Und wer weiß, vielleicht wird der Richter ja auch etwas netter. Ruhe, wenn ich bitten darf. Alle Aufsetzungsstrafarbeiten auf meinen Pult. Ich habe eure Diktate korrigiert. Die beste Note ist eine 5. Deswegen werdet ihr alle eine Prüfung machen. Und nur wer diese Prüfung besteht, bekommt das Honigdiplom. Also meiner Zeit musste jede junge Biene diese Prüfung ablegen. Wer sie bestand, verfügt